Urheberrecht Imago hat keinen Einfluss auf die Anstoßzeiten, Bundestrainer Joachim Löw. Der DFB habe sich zu weit von der Basis, von seinen Fans entfernt und rufe zudem zu hohe Ticketpreise auf. Diese Vorwürfe gab es zuletzt auch aus Sinsheim, wo die DFB-Elf am Sonntagabend auf Peru trifft. Bundestrainer Joachim Löw äußert Verständnis, ist aber hilflos. TSG Metzen Dietmar Hopp hat die späte Anstoßzeit des Länderspiels gegen Peru am Sonntag um 20.45 Uhr in Sinsheim im Vorfeld deutlich kritisiert. Ich bedauere, dass das Spiel um 20.45 Uhr an einem Sonntagabend stattfindet, sagte der Mehrheitseigner der TSG Hoffenheim am Rande eines Golfturniers der Aktion Kinderträume in St. Leon Roth im SIT-Video-Interview: Das ist schade, weil viele, vor allem viele Kinder, nicht kommen können, das könnte sie auch interessieren. Bayern-System und wenig Worte, was Löw wirklich verändert hat. Löw zeigt durchaus Verständnis. Wenn man sieht, wie viele Kinder heute schon am Flughafen und vor dem Hotel waren, sei das sehr schade. Am Montag ist erster Schultag und da kann man sich natürlich nicht vorstellen, dass diese Kinder alle ins Stadion können, weiß der Bundestrainer. Für Kinder und Jugendliche würde man sich wünschen, dass die Anstoßzeit um 18 oder 19 Uhr ist. Die Kinder seien ja auch die Zukunft und in diesem Alter für den Fußball zu begeistern. Löw: Entscheidungsprozesse, die ich nicht beeinflussen kann. Allerdings zeigte sich Löw auch recht hilflos bei der Thematik. Das sind Entscheidungsprozesse, die ich in diesem Maße nicht beeinflussen kann, gibt Löw zu. Da gibt es viele Kriterien, die in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen. Zwischen dem Fernsehen und dem DFB gäbe es schließlich Verträge. Zudem spiele die UEFA eine wichtige Rolle, weil die Vergabe der Rechte an den Europäischen Verband abgetreten worden sei. Pressesprecher Jens Grittner sprang dem Bundestrainer zur Seite. Es ist ein festes Raster, was die Anstoßzeiten angeht, ähnlich wie Sie das ja auch von der Champions League kennen, so Grittner, der aber auch unterstrich, dass es erste Bemühungen ja bereits gebe, den Fans wieder näher zu kommen. Dabei verwies er auf das Länderspiel gegen Saudi-Arabien kurz vor der WM, das in Leverkusen bereits um 19.30 Uhr angepfiffen wurde. Was die Ticketpreise anbelangt, erklärte Grittner, dass in Sinsheim erste Anpassungen vorgenommen worden seien. Ermäßigte Karten seien ab 10 Euro im Verkauf gewesen, reguläre Karten der Kategorie IV gab es ab 25 Euro. Kritik auch von Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht: Reicht das nicht. Ich halte das für viel Geld, sagte Albrecht gegenüber der Bild. Ich habe das Ohr am Volk, kriege hautnah mit, wie groß die Enttäuschung nach der WM ist. Man wäre gut beraten gewesen, zurück zu den Wurzeln zu gehen. Man hat es stattdessen versäumt, nach der WM einen Schritt auf die Menschen zuzugehen. Wenn man zu zweit geht und noch eine Bratwurst und ein Bier dabei sind, liegt man schnell bei 200 Euro. Ich glaube nicht, dass der DFB auf 100.000 Euro angewiesen ist, wir sind uns der Bedeutung der Nationalmannschaft bewusst, versprach Grittner am Ende. Die Zukunft wird zeigen, ob es auch hier einen Neuanfang geben wird. Immerhin versprach Löw für die nächste Länderspielpausen im Oktober und November öffentliche Trainingseinheiten für die Fans. Mehr auf MSN.